Land und Leute aus der Verwaltungsgemeinschaft Obergünzburg. Dazu gehören die Ostallgäuer Gemeinden Obergünzburg, Günzach und Untrasried. Insgesamt leben hier rund 9.500 Einwohner. Und in Untrasried kommen noch ein paar Vierbeiner dazu. Auf dem Eselhof Allinger gibt es unter anderem Ziegen und Hasen, vor allem aber Esel. Über den Winter stehen 77 Esel im Stall. Im Sommer sind sie unterwegs, dienen als biologischer Rasenmäher, könnte man sagen. Sie werden also auf verschiedenen Feldern eingesetzt, erklärt Tobias Allinger. Für den Familienvater gibt es auf dem Hof einiges zu tun. Ja, Arbeiten fallen an, was man in der Früh schon mal zum Füttern beginnen müssen. Von sämtlichen Tieren, also ob es die Esel, die Alpakas, unsere Hasen, unsere Ziegen sind. Also das zieht sich durch den ganzen Stall und das ist die erste Arbeit. Die Kontrolle der Tiere ist dann die zweite Sache, wo man dann einfach mitmacht und einmal mal drüber schaut. Ja, und so baut sich der Tag auf und zieht sich durch den ganzen Tag hindurch. Und diese Arbeit wäre ohne seine Familie nicht zu schaffen. Denn alle sind berufstätig. Sigrid Allinger arbeitet im Krankenhaus, Tobias Allinger bei der Verkehrspolizei. Und der älteste Sohn Patrick studiert Agrarwirtschaft. Alle müssen also mit anpacken. Ja, zu schaffen ist es dadurch, dass wir diese Arbeit hier von Herzen gerne machen und das nicht direkt als Arbeit ansehen, aber mir richtig Freude dran haben. Und dann ist es durchaus machbar. Familie Allinger bietet auf ihrem Hof seit 5 Jahren unter anderem Eseltouren an. Auch ich darf heute mit einem Esel spazieren gehen. Die Idee, sich diese Tiere für den Hof anzuschaffen, ist schon einige Jahre her. Das hat sich so ergeben. Also es war nicht von Anfang an geplant, dass wir jetzt einen Eselstall bauen und 77 Esel halten. Ich habe den ersten Esel zur Kommunion bekommen, vor 12 Jahren. Und dann hat sich das so ergeben. Dann kam einer nach dem anderen dazu. Und irgendwann habe ich mir so überlegt, was man denn Rentables mit Esel tun kann. Und dann kam ich auf die Wanderungen, auf die Kutschfahrten. Und die wurden echt gut angenommen. So gut, dass ganzjährig am Wochenende solche Eseltouren stattfinden können. Vor allem Familien kommen oft hierher, aber beispielsweise auch Depressionspatienten der Günsthal-Klinik. Esel sind ganz ruhige Tiere, erklärt Patrick Allinger weiter. Also meistens führen eher die Esel die Menschen. aber ansonsten sollte man sich schon von Anfang an konsequent durchsetzen und dem Esel zeigen, wo es lang geht. Weil die merken das recht schnell, wenn sie machen können, was sie wollen. Und dann nutzen sie das natürlich auch aus, weil Essen ist ja viel besser als Laufen. Und auch ich merke schnell, dass Esel ihren eigenen Kopf haben. So viel zu, man muss denen zeigen, wo es lang geht. Ja? Ich glaube, der Esel zeigt eher mir, wo es lang geht. Jakob, so heißt mein Esel heute, legt immer wieder Pausen ein. Das frische Gras ist wohl doch ansprechender, als spazieren zu gehen. Doch eigentlich sind Esel trockenere Nahrung gewohnt. Sie kommen ursprünglich aus wärmeren Regionen, erklärt mir Patrick Allinger. Das frische Gras hier ist für die Tiere vergleichbar mit Schokolade. In kleinen Mengen ist es also in Ordnung. Und was das Stehenbleiben angeht, normalerweise finden solche Wanderungen in größeren Gruppen statt. Dann sind mehrere Esel auf Tour und somit ist auch die Gruppendynamik größer. Bei unserem Spaziergang kommen wir auch bei 2 Riesenesel vorbei. Anders als Jakob und die anderen kleinen Esel wiegen diese Riesenesel doppelt so viel, also rund 400 Kilo. Der dunkle Esel ist ein katalanischer Riesenesel. Mit einem Stockmaß von bis zu 160 Zentimetern ist er für die Maultierzucht geeignet, also einer Mischung aus Esel und Pferd. Eine ganze Menge, die man lernt, wenn man mit Patrick Allinger und den Eseln unterwegs ist. Langsam gehen wir zurück Richtung Hof. Auch Jakob kann wieder Zeit mit seinen Artgenossen verbringen. Wir schauen weiter zum nächsten Land- und Leute-Stopp. Wir befinden uns immer noch in der Gemeinde Untrasried. Auf dem Fußballplatz treffe ich Daniel Maurus. Mit ihm spreche ich über den Rockfrühling, der nächstes Jahr 25-jähriges Jubiläum feiert.
Der Rockfrühling in Untrasried, der findet ja schon mehrere Jahre statt. Im April ist immer 2 Tage lang einiges los hier im Ort. Was zeichnet denn den Rockfrühling aus für die, die ihn vielleicht nicht kennen? Ja, ein Rockfrühling zeichnet ganz klar aus. Wir haben, du hast ja schon gesagt, 2 Tage lang beste Partystimmung in Untrasried. Haben ein 100 Meter langes Zelt, haben da ca. 3000 Quadratmeter Partyfläche, haben bis zu 10 Coverbands am Abend vor Ort, nicht vor Ort am Abend, sondern am Wochenende vor Ort und haben eigentlich ausgelassene Partystimmung bis in die frühen Morgenstunden. So ein großes Fest auf die Beine zu stellen, ist ja nicht immer ganz einfach, kann ich mir vorstellen. Wo liegen denn da die Herausforderungen? Ja, die Herausforderungen liegen darin, man braucht natürlich die Bands, die müssen natürlich schnellstmöglich gebucht werden. Wir brauchen ein Zelt, wo wir natürlich zeitnah in Buchung geben müssen. Große Herausforderung ist natürlich auch ein Sicherheitskonzept. Die Sicherheit ist natürlich an oberster Stelle. Da sind wir immer in Verbindung mit dem Landratsamt, mit unserer Gemeinde. Die Feuerwehr vor Ort ist natürlich mit involviert. Genau, das sind eigentlich so die größten Herausforderungen. Klar, natürlich die Getränke, das Ganze drumherum. Spielt eigentlich alles da so mit rein, ja. Ja, also es würde auch nicht ohne die zahlreichen Helferinnen und Helfer funktionieren, nehme ich an. Wie viele helfen denn zusammen? Wie viele gehören da zu dem Trupp dazu? Ja, also ganz klar, wir sind ein 13-köpfiges Team, wo das den Rockfrühling organisieren. Wir können den organisieren, aber ohne unsere Helfer funktioniert natürlich das ganze Fest nicht. Wir sind dieses Jahr richtig überrascht geworden. Wir haben ca. 350 Helfer dieses Jahr gehabt. Wir haben eine lange Corona-Pause hinter uns gehabt, waren uns bei der Organisation eigentlich nicht ganz so sicher, bekommen wir die Helfer überhaupt zusammen. Aber wir sind besseres belehrt geworden. Wir haben so viele Helfer wie dieses Jahr noch gar nicht gehabt. Also, ich habe es vorhin schon gesagt, 350 ca. Und das fand man eigentlich überwältigend, dass wir so eine Anzahl an Helfer zusammengekriegt haben. In der Zeit von Facharbeitermangel, sage ich mal, oder ja, irgendwo bei der freiwilligen Arbeit fehlen ja eigentlich immer die Leute. Aber das war bei uns jetzt momentan nicht zum Erkennen, sondern eher ein Plus von unseren Helfern. Und da sind wir richtig stolz auf unsere Helfer und ohne die wird das ganze Fest natürlich nicht funktionieren. Jetzt ist ja erst September in Anführungsstrichen. April steht aber dann bald wieder an und somit auch der nächste Rockfrühling. Mhm. Was ist denn jetzt gerade so der aktuelle Planungsstand? Was müsst ihr bis dahin vielleicht nur erledigen? Also der aktuelle Planungsstand ist, wir sind dran, ich muss ein bisschen ausholen, wir haben nächstes Jahr einen 25-jährigen Rockfrühling, wollen da eventuell ein paar oder ein, zwei Highlights vielleicht unseren Besuchern präsentieren können. Wir sind aktuell in der Bandplanung ganz stark mit dabei. Das sind eigentlich momentan, sage ich mal, ist eigentlich momentan so die Hauptaufgabe, die Bands momentan herzubekommen. Ja, muss ich eigentlich so sagen, momentan ist das so die Hauptaufgabe. Alles andere zögert sich natürlich ein bisschen nach hinten noch oder verschiebt sich nach hinten. Es geht dann irgendwann mal weiter mit dem Zelt, mit dem Innenausbau. Das wird meistens so bis Dezember so die Arbeit. Dann natürlich einen Sicherheitsdienst zum Reservieren. Ja, die ganzen Innenausbau, unsere Lichttechnik, mit denen Kontakt aufnehmen, das ist meistens dann so im Dezember, Januar, sage ich mal. Genau. Und dann ist eigentlich der Rockfrühling schon fast organisiert. Und dann gilt es halt nur ein bisschen Feinabstimmungen zu treffen. Und ja, und dann geht es eigentlich schon in die Umsetzungsphase. Wie sehr erfüllt euch das mit Stolz, dass ihr jetzt schon den Rockfrühling nächstes Jahr zum 25. Mal stattfinden lassen könnt? Ja, also ich sag mal, das macht uns natürlich sehr stolz, weil es ist nicht selbstverständlich, dass man so ein Fest mit der Größe 25 Jahre in Folge irgendwo zum Organisieren bringt. Und ja, das zeichnet einfach Untrasied aus, muss ich ganz klar dazu sagen, dass da so ein Rückhalt da ist, dass man das Fest 25 Jahre auf die Beine zum Stelle bringt und mich als Veranstalter oder Mitveranstalter oder Organisator macht sowas natürlich sehr stolz, ja.
Ja, dann wünsche ich euch alles Gute auch für den nächsten Rockfrühling im April 2024 und bedanke mich für das Gespräch. Jawohl, ich bedanke mich auch und alles Gute. Wir schauen weiter nach Günzach zum Hirsch, in den einzigen Gasthof, den es im 1400-Seelen-Ort noch gibt. Der Betreiber Andreas Brenner führt den Gasthof seit 12 Jahren. Ich war jahrelang am Elbsee und habe die Lehre gemacht. Ich bin am Elbsee geblieben und dann gab es Veränderungen und da hat sich das so angeboten. Der Gasthof hat nicht nur Raum, zahlreiche Gäste zu bewirten, auch Schlafplätze sind im Haus. Die Herausforderung, sagt Andreas Brenner, liege darin, immer eine gute Lösung zu finden und sich bestmöglich nach den Wünschen der Gäste zu richten. Doch das macht der Günzacher gern. Er schätzt es, sein eigener Hausherr zu sein. Das ist einfach schön, wenn man in der Früh aufsteht und seinen eigenen Laden aufsperrt und die Sonne scheint und die Gäste kommen, da freut man sich. Andreas Brenner arbeitet viel in der Küche, bereitet verschiedene Speisen für seine Gäste vor. Am liebsten kocht er das Günzacher Leckerli. Das Leckerli sind Spätzle mit Schweinemedaillons und Käse überbacken, mit Rahmpilzen und Bratensauce. In der Küche gibt es also viel zu tun. Feste und auch Hochzeiten verlangen dem Betreiber einiges ab. Andreas Brenner führt den Gasthof aber natürlich nicht allein. Seine Familie hilft tatkräftig mit. Darunter seine Verlobte, aber auch seine Eltern und die Verwandtschaft sind bei den Arbeiten mit eingeplant. Andreas Brenners Aufgaben sind vielseitig. Von Hausmeisterarbeiten, wo er mein Vater mit übernimmt, teilweise Büro, Kartenschreiben, Kochen auf jeden Fall. Kochen, mittags immer bedienen. Mittags bediene ich oft selber, um Personal zum Sparen und alles drumherum. Einiges zu tun also hier im Gasthof. Verlobte Daniela Reiter hingegen ist für die Personalplanung zuständig. Ich mache so ziemlich alles. Wo es brennt, springe ich mit ein. Ich helfe im Service. Ich bin so die gute Fee im Haus, sagt man immer zu mir. Genau. Ja, ich schaue, dass genügend Servicepersonal da ist. Teile meine Mädels ein, ohne die würde es auch überhaupt gar nicht gehen. Ja, aber in erster Linie möchte ich für meine Kinder da sein. Wir haben jetzt 2 Kinder, 2 Mädels, 2 ganz wundervolle und schauen, dass wir mal alles unter einen Hut bringen. Damit die beiden alles unter einen Hut bringen können, ist Zusammenhalt gefragt. Mit der Familie einen eigenen Betrieb zu führen, klappt ganz gut, sagt Daniela Reiter. Also das Miteinander funktioniert sehr gut. Unsere Eltern sind immer für uns da. Sie unterstützen uns, wo es geht. Und wenn wir auf jeden Fall sehr viel Arbeit haben oder wir wissen, die Hochzeit steht an, dann gehen die Kinder auch zu Opa und Oma. Genau, und dann starten wir in den Tag und versuchen unser Bestmöglichstes, sodass alles reibungslos funktioniert und unsere Gäste alle glücklich wieder heimgehen können. Genau, manchmal gibt es natürlich auch die nicht so guten Tage, aber wenn wir dann oben in der Wohnung sind, dann sprechen wir das auch nochmal an und reden drüber. Genau, und Andreas und ich, wir machen das dann untereinander aus. Der Gasthof hier im Ort ist der letzte, den es in Günzach noch gibt. Eine Pizzeria hat die Corona-Pandemie nicht überlebt. Umso wichtiger ist der Gasthof Hirsch für die Gemeinschaft im Ort. Wir sind hier die Dorfwirtschaft in Günzach, der Mittelpunkt der Gemeinde. Und wir haben sehr viel Zulauf von den Günzacher selber, von den Vereinen, Nachbarn, Nachbargemeinden. Das Grundstück für den neuen Biergarten hat letztens die Gemeinde gekauft. Sie schätzt also auch den Wert des Gasthauses für den Ort. Und hier lässt es sich gut aushalten. Ob als Einheimischer aus Günzach oder als Gast in der Gemeinde. Oh, zweimal das Zigeunerschnitzel. Das war Land und Leute aus der Verwaltungsgemeinschaft Obergünzburg. Von Eseln, dem Rockfrühling und traditioneller Hausmannskost.